Willkommen, ihr Lieben, zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und eine Frage will ich kurz vorab klären, die konnten wir gestern noch nicht klären. Also, wir konnten sie nur ansprechen, aber nicht praktisch klären. Ihr seht, ich bin hier im Clan Free-to-Play und in dem Clan bin ich eigentlich nicht. Denn hier findet ja Liga statt und ich bin ja mit diesem Account in einer anderen Liga und in einem anderen Clan. Und die Frage war ja gestern, oder beziehungsweise stellt sich ja, kann ich jetzt als Mitglied... Nur als Mitglied, wenn ich den Clan wechsle während der Liga, eigentlich zugucken? Nein, ihr seht das hier. Wenn ich jetzt hier also draufklicke, zuschauen, während des Krieges ist nicht erlaubt. Ich muss also Ältester werden. Ich mache mich mal eben zum Ältesten. Ich habe hier die Lela noch am Start auf dem zweiten Account. Und in dem Moment, wo ich Ältester werde, zack, ist das hier unten auch gehighlightet. Und ich könnte jetzt wieder in den Krieg reinschauen. Also man muss Ältester sein, um hier in die Fremdkriege reinzuschauen. Ich mache mich jetzt mal aber wieder zum Unältesten, denn ich möchte hier kein Ältester sein. Nicht zum Vize, nein, ich möchte degradieren zum Mitglied. So, damit bin ich jetzt wieder Mitglied und ihr seht, unten ist es wieder grau, aber ist ja gar nicht Thema, ist ja ein ganz anderes Thema, beziehungsweise ihr habt es ja vielleicht im Thumbnail gesehen. Das ist mein Platz, von dem ich immer angreife. Nein, nicht immer, aber ganz schön oft. Oder ab und zu mal. Aber wie es eigentlich dazu kam, das zeige ich euch jetzt. Ich wechsle eben mal das Dorf und dann machen wir beim Thorsten weiter. Und totgeglaubte oder so halbtotgeglaubte leben länger. Das sehen wir hier am Beispiel des Hans Moser. Habe ich jetzt schon länger nicht gesehen im Marco. Aber die Krise trifft es halt auch Selbstständige oder trifft auch Selbstständige, die sicherlich ein anderes Problem haben als meine Wenigkeit, was Arbeit angeht, was Geld verdienen angeht und so weiter. Und deswegen war so ein bisschen, ich will nicht sagen offline, aber semi-aktiv und hat sich hier die Nummer 1 vorgenommen. Ihr habt ja gestern gesehen, wir spielen hier in Champ 3 und wollen natürlich wieder aufsteigen nach Champ 2. Ob uns das gelingt, das wissen wir erst in 6 Tagen. Aber wir haben schon mal einen ganz guten Grundstein gelegt. Ich kann es auch ruhig vorab nehmen. Wir haben diesen Clankrieg hier gewonnen. Und zwar, man könnte sogar sagen, relativ deutlich. Aber wie es dazu kam, sicherlich hat dieser Angriff dazu beigetragen. Also Yeti Smash hier an der Stelle. Und es ist keine tote Taktik. Das wisst ihr selber, so ein Yeti Smash hier, der geht eigentlich immer und der geht auch von überall. Jetzt muss ich gerade wieder auf das Bild zurückkommen, was ihr im Thumbnail gesehen habt, beziehungsweise ich kann euch das gleich nochmal einblenden. Das ist das, was ihr dort seht, ist mein Schuppen. Und ich habe gestern Abend dort noch irgendwie Müll weggebracht oder so. Dann habe ich gesehen, hoppla, da steht eine Kiste Bier und habe gedacht, ach, da kannst du mal eins trinken. Und weil es auch so stark geregnet hatte, habe ich mich einfach ein bisschen untergestellt und es war schon sehr, sehr spät und habe einfach da ein paar Streams geguckt, zum Beispiel von Blame Adam, wo Attax gestern ganz, ganz knapp gewonnen hat und der Boom auch mal einen Einsteiner hinlegt, glaubt man gar nicht. Hätte ich auch nicht gedacht, aber hätte Fahrradkette, kommt den besten Spielern oder kommt auch bei den besten Spielern vor, dass dort mal gefällt wird. So ist das Spiel und so soll es eigentlich auch sein. So soll es eigentlich auch sein, würde ich sagen. Aber hat er schön gemacht hier mit dem Smash, hat noch ein bisschen Cleanup mit dabei. Aber es war auch genug Zeit hier, um das Ganze rumzubringen hier. Also unsere 7 auf die Nummer 1. Ich meine, das zählt hier sowieso nicht. Das wisst ihr, 15 Rathaus 13 gegen 15 Rathaus 13. Da ist es in der Range eigentlich egal, wer wie angreift. Man könnte jetzt sagen, ja, die Defensive ist noch nicht ganz ausgebaut, weil noch nicht alle die Magiertürme fertig haben und die Kanönchen. Aber hat er schön gemacht hier. Und in 2 Minuten ist dieser Krieg auch vorbei. Also ich komme recht zeitnah rein. Mal wieder. Der Cheops hier, das war jetzt eben unser letzter Angreifer. Also auch morgens wird hier noch angegriffen. Ich kenne jetzt unsere Endzeit hier. Also so gegen, lass mal gerade auf den Tacho gucken, 11.17 Uhr, 11.19 Uhr sind unsere Clankriege immer vorbei. Und wir bemühen uns aber, dass wir das abends machen. Ich weiß nicht, wie ihr es macht. Schreibt es mir nicht in die Kommentare, wann ihr angreift. Das will ich gar nicht wissen. Aber... Also weil bei mir sowieso keine Kommentare mehr geschrieben werden. Deswegen sage ich das so. Und aber mit was er nicht gerechnet hat, sind hier zwei Hexen in der Clanburg. Und natürlich der fiese Drache. Der neue Inferno-Drache hier. Und wenn der erstmal losballert, dann muss der Gift absolut gut sitzen.
aber der Gift saß und nur für die Hexen hat es nicht mehr ganz gereicht. Da lief der Gift gerade so aus. Also was macht man? Man friest eben mal die Hexen, damit man die fix wegmacht. Kann man mal so machen. Der eine wird jetzt sagen, oh, totale Zauberverschwendung, ja. Aber der andere wird sagen, genau richtig gemacht. Jetzt muss der King erstmal dran glauben. Und nachdem der das Zeitliche gesegnet hat und auch die Clanburg, geht es jetzt hier oben los mit dem Funnel, mit dem King. Und ich glaube, er hat einen Blimp hier unten dabei. Ah, stimmt. Den Blimp schickt er gleich mit in die Mitte. So war's. Und wir bemühen uns, dass wir abends die Angriffe machen, dass wir ein bisschen durchplanen können im Discord. Und habe ich aber gestern dann auch nicht gemacht, denn es war schon sehr, 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 sehr spät, als ich angegriffen habe. Das hat aber einen ganz anderen Hintergrund. Erzähle ich euch aber auch gleich. Erstmal gucken wir uns hier den wunderschönen Angriff von Cheops an. Der hier mit Yetis, glaube ich, in der Mitte und eine Walküre sehe ich da. Ja, da ist noch eine Walküre und die springt da auch noch rüber. Oh, die ist da gerade in der Tornado-Falle. Ah, ne, die war nicht in der Tornado. Doch, die war noch in der Falle da, ne? Aber die kommt jetzt auch nicht mehr durch die Mauer durch. Das dauert einfach ein bisschen lange. Na, geht. Sie geht jetzt erstmal auf die gegnerische Queen. Das ist nicht schlecht, kann ich euch sagen. Das ist wirklich nicht schlecht, denn somit wird die jetzt schon mal angehittet. Denn seine Truppen hier werden immer weniger. Und Hox noch am Start und den Royal Champion jetzt gezündet. Und die gegnerische Queen hatte dadurch etwas weniger Hitpoints, hat er echt Glück gehabt, denn sonst hätte sie auch den vierten Helden erwischt. Aber so konnte er das jetzt ganz gut machen hier mit Cleanup. Sind das hier schöne 3 Sterne gewesen und nicht nur die 3 Sterne waren hier schön, sondern es waren eigentlich alle Angriffe sehr, sehr schön. Also denkt nicht, ich zeige euch nur die 3 Sterne, aber was sieht man auf den Kanälen heutzutage bei Clash of Clans? Du siehst eigentlich nur noch ESL, ESLM, GML, und so weiter, aber nie so aus normalen Clankriegen, so 2 Sterner oder 1 Sterner. Nein, du siehst einfach immer nur total viel live und das ist scheinbar das, worauf auch die Zuschauer abzielen. Sie wollen halt viel, viel mehr Live-Action sehen als so aufgenommene Videos, wo man sich hinsetzt, eigentlich nur Wiederholungen zeigt, die ein bisschen dokumentiert und dann war es das. Aber ich denke, ich bleibe meiner Spur hier so ein bisschen. Ja, was heißt so ein bisschen? Ich bleibe meiner Spur einfach treu. Unten kam ein Mauerbrecher, hatte also keine Supermauerbrecher, sondern ein paar Goblins gehabt hier unten. Und die brechen aber trotzdem die Mauer auf. Da hat er Stück für Stück gesetzt, hat sogar noch einen über. Und so soll das hier wahrscheinlich Richtung Scattershot gehen. Danach Hybridpart und 2 Jägerinnen mit dabei für die vielen Helden hier. Und auch hier der fiese Inferno-Drache. Viele haben ja gefragt, ist der gut in der Clanburg? Ihr seht das, dass er sicherlich eine Bereicherung ist für die Clanburg in Zusammenarbeit vielleicht auch mit einer Jägerin, aber auch mit den Eisgolems. Hier geht das sehr, sehr gut. Nur ist er etwas schneller. Das heißt, der überholt die Eisgolems auch und ist als erster auch im Gift und somit auch als erster in den Fängen der Queen dann. Und jetzt geht es aber hier mit dem Hybridpart los. Er hat nochmal einen Sprungzauber gesetzt hier Richtung Scattershot. Mal sehen, ob die Queen den auch in Anspruch nimmt. Ja, das macht sie. Und die geht sogar mit Richtung Rathaus, aber die ist erstmal angezogen von den Skelettfallen hier. Und in der Mitte geht es jetzt hier weiter. Rathaus fällt und außen kommen jetzt noch ein paar Hogs mit dazu. Also die Queen hier in der Mitte im Chor. Ich sage immer so Chor der Base, also mittig der Base hier und kann sich jetzt Stück für Stück die Defenses hier rausnehmen. Allerdings war sie schon gezündet und damit ist die Geschichte, die Heiler teilen sich jetzt so ein bisschen. Ein paar sind da vorne eben noch in der Tornado-Falle gewesen, aber dennoch hat er hier ausreichend Hox in der Base, sodass auch die hier relativ gut gefallen ist. Und ich glaube, das war unser erster 3-Sterner, den wir hier gemacht haben, mit 34 Sternen und einem 1-Sterner könnt ihr euch ausrechnen, wie viel 3-Sterner wir jetzt gemacht haben. Das ist keine hohe Mathematik, aber das hier sind auf jeden Fall 100%. So, wir machen hier unten weiter. Da waren wir. Hier geht's mit dem harmlos zur Sache. So harmlos ist er gar nicht. Der Vita hier ist also auch mit 2 oder 3 Accounts hier jeweils in den Ligen dabei. Bei Spätzle mit so ist es unterschiedlich. Wir spielen ja bei Spätzle mit etwas anderen
Accounts als hier und wir spielen auch mit, ich weiß gar nicht, ob wir mit den gleichen Bases spielen oder ob wir uns ähnliche Bases nehmen, aber wir haben auch einen relativ großen Pool an Bases, aus dem wir uns bedienen können mittlerweile. Und meine Base hat mal wieder 3 Sterne kassiert. Ich habe jetzt auch eine andere genommen. Ja, ich habe jetzt wirklich mal eine andere genommen, denn meine Base hat jetzt schon mit Spam, also mit Yetis, 3 kassiert. Und das darf eigentlich nicht sein. Dann spätestens dann wird es eigentlich Zeit, dass man die Base wechselt. Also ich war schon ziemlich wurmig. Mit Hybrid habe ich immer gedacht, ja, wenn jemand einen guten Hybrid auf meine Base spielt, kann er die ruhig 3ern. Aber wenn jemand nur Spam auf meine Base spielt, dann darf das eigentlich nicht sein. Und dementsprechend habe ich die jetzt mal getauscht. Mal sehen, wie die denn so hält. Das weiß ich noch nicht, da ich sie noch nicht ausprobieren konnte, denn ich habe sie erst gestern aktiviert. Das heißt also, heute Abend kann ich die dann auch hier zur Verfügung stellen, mal in einem Freundschaftsklankrieg, um mal zu checken, hält die oder hält die nicht. Oder aber der Gegner versucht es einfach mal. Das sehen wir dann aber erst am Wochenende. Hier geht die Queen erstmal richtig schön Richtung Rathaus, also auch relativ alleine, schön gefunnelt hier und bekommt hier noch einen Scattershot raus, kriegt jetzt noch den gegnerischen King auch im Wut dort, also beides ist im Wut, sowohl die Queen als auch die Heiler, das ist super, wenn du den Wut so setzen kannst und hier, das seht ihr so ein bisschen, das ist wie so eine Lane, wo die Hawks und die Miner jetzt eigentlich abziehen können. Unten, das muss die Queen alleine machen hier. Da gibt es im Moment keine Hilfe. Aber es sind reichlich Truppen da. Außen geht auch noch der King mit. Und der Royal Champion schön hinter dieser ganzen Meute hier. Ah ne, das ist der Warden. Der Royal Champion ist ein bisschen schneller. Aber auch der hilft hier schön den Hog Ridern und den Minern hier beim Zerstören der defensiven Gebäude. Oder Verteidigung. So muss man es ja sagen. Und ist immer noch zündbar vor allen Dingen. Jetzt gibt es den ersten kleinen Beschuss. Da seht ihr so den grünen Heal-Balken. Aber er kann ihn jetzt gleich noch zünden. Und dann geht auch das Schild auch hier Richtung Bombturm. Und da habt ihr es gesehen, prallt jetzt schon an der Clanburg ab. Das heißt, es steht schon keine Defense mehr da. Also schöne 3 Sterne hier. Naja. Jo. Und dann kam Toto. Es geschehen noch Zeiten und Wunder, Leute. Man glaubt es kaum. Ich habe es auch überall gepostet. Auf Instagram, auf Facebook, in... Weiß der Geil. Nein, habe ich natürlich nicht gemacht. Aber es ist immer so, so selten, dass ich mal einen Dreier mache. Und vor allen Dingen, deswegen habe ich euch das festgehalten mit dem Schuppen. Das ist so mein Schuppen, den ihr da seht. In dem Bild. Und auf dem Sideboard, was ihr dort seht, auf der kleinen weißen Fläche, da lag mein Handy. Dort habe ich Blame Adams Stream geschaut und habe schon so nebenbei immer gebaut, habe immer so ein bisschen gewechselt und habe gedacht, ich greife mal den hier an. Habe tatsächlich auch mein Plan noch kurz im Discord getippelt, dass ich einen Queen Charge hierüber machen möchte. Allerdings hatte ich noch keine Super Mauerbrecher. Das war eigentlich der Hintergrund, warum ich so ultra spät angegriffen habe. Denn ich musste noch ein bisschen warten, bis das Fass fertig war oder diese Tonne oder diese Sauna, was es auch immer darstellt, damit ich die Supertruppe wieder wechseln konnte. Ich hatte ja noch die Inferno-Drachen und so, dass ich die wechseln konnte. Und das war eigentlich so ein bisschen so, boah, ich wollte unbedingt so lange warten, sonst hätte ich auch schon um 10 Uhr meinen Angriff machen können oder wann auch immer. Aber ich wollte die unbedingt haben und habe gedacht, mal sehen, ob dein Plan so aufgeht. Kurz nochmal umgebaut, ihr seht es unten in meiner Leiste, ich habe einen Packer mit dabei. Warum habe ich den dabei? Ich wollte hier oben funneln. Ich meine, ist ein teurer Funnel, das sind jetzt schon 30 oder 35 Truppen, die ich da unten versetze, nur um die Clanburg rauszubekommen. Aber jetzt kommt eigentlich schon mein erstes kleines Problem, nämlich Lavahund und Inferno-Drachen. Das ist schon ein Pärchen, das habe ich nicht erwartet, muss ich ganz klar sagen. Das habe ich nicht erwartet, denn meine Queen muss ich schon zünden. Die musste ich jetzt schon zünden, aber Clanburg war ja schon raus und jetzt ist auch erst der Inferno-Drache weg. Also kein schlechtes Pärchen. Diese beiden, schreibt es mir bloß in die Kommentare, ob ihr die auch schon so genutzt habt. Macht es nicht. Zwischendurch habe ich schon mal meinen Supermauerbrecher gesetzt. Das seht ihr dort. Und auf 21 Uhr, glaube ich, fange ich jetzt gleich auch mit meinem Hybrid-Part an. Denn die Base ist so ähnlich wie die eben von Harmlos. Ihr seht das hier auch hier rüber. Hat man so eine schöne Lane, wo eigentlich Hog Rider oder auch Miner gehen oder springen können, je nachdem, wie ihr es nennt. Und das war eigentlich so ein bisschen mein Hintergedanke. Das heißt, die Queen musste gar nicht unbedingt
bis zum Rathaus kommen. Das kommt sie ja auch nicht mit ihrer Range. Aber ich kann hier halt wichtige Gebäude rausnehmen, wie den Minenwerfer, wie den Magierturm, entschuldigt, wie den X-Bogen und dann auch den Scattershot. Und tatsächlich habe ich auch mal nicht mit Zaubern gegeizt. Also oftmals sieht man ja, dass die Leute unheimlich spät den Wutzauber ziehen wollen. Nein, ihr seht das fast übereinander hier. Ich habe die Queen die ganze Zeit in Wut gehalten wollen auch, weil ich wollte, dass sie weggeht. Hier in der Mitte den King für die gegnerische Queen und auch meine Jägerin damit rein. Und jetzt geht der Hock und der Part mit den Minern hier los, worden recht früh gezündet, aber so habe ich jetzt, glaube ich, doch noch eine ganze Masse in meiner Aura gehabt hier, oder der Warden hat die in der Aura gehabt. Und in der Mitte, wo die Hogrider jetzt sind, da gab es jetzt nicht unbedingt viel Defense, da standen ja nur die Inferno-Türme. Nochmal einen schönen Heilzauber hier unten. Da. Auch das ist mal eine Besonderheit von mir, dass ich das noch gesehen habe zu so später Stunde. Habe ich den X-Bogen gefriest. Ich wollte unbedingt meine Queen am Leben halten. Ich wollte die unbedingt am Leben halten. Das ist mir auch geglückt. Allerdings jetzt mit der Doppelkanone noch gerade so Glück gehabt. Jetzt kriege ich nämlich keinen Beschuss. Meine Heiler können meine Queen nochmal hochheilen. Hier gehen die Hogs durch. Und unten reichlich Clean-up hier mit den Magiern. Also hier brannte nichts an. Und ihr könnt euch vorstellen, so ein Angriff in so einer Situation, unten, du stehst im Schuppen, es ist dunkel, es regnet, es ist kühl, aber ich hatte eine Jacke an. Und aber ich hatte ein nettes Bierchen, habe eine geschmokt und dann so ein Angriff am Handy auch noch. Ich habe nie am Tablet gemacht, das nimmt das Tablet zwar ab und zu mal mit raus, aber ich hatte das Handy ja nun dabei, das hatte noch so 30% oder so. Und ich habe mich so inspirieren lassen von dem Stream von Adam, der war so gut, mal wieder, dass ich gedacht habe, jetzt oder nie. Es hat funktioniert, Leute. Man glaubt es kaum, es hat funktioniert. Flashloop hat auch gleich geschrieben, Toto, da hast du wieder was für eine Folge. Jo, habe ich. Also 34 zu 31 hier. Ärgerlicherweise haben wir einen Einsterner dabei. Sonst wären wir jetzt Erster. So sind wir jetzt erstmal Zweiter. Punktgleich mit den Ersten hier. Und ja, mal sehen. Aber ihr seht, das ist alles sehr, sehr dicht aneinander. Außer die da unten, die wollen vielleicht absteigen. Auch das habt ihr gesehen, dass die großen Clans mit kleineren Accounts zurzeit in den großen Ligen spielen. Die wollen halt zurzeit absteigen dort. Und das ist also relativ, na, ich nenne es mal so, normal. Ich glaube, Spätzle mit Soße hat auch so einen Clan mit in der Gruppe, die wollen einfach absteigen, die sind jetzt mit 10ern in Champ 1 angetreten und werden da wahrscheinlich gar nichts machen, aber sie werden halt absteigen. Denn wie willst du sonst absteigen? Außer du verschwendest jetzt Rathaus 13 Angriffe, um zu failen. Wir haben hier nur einmal gefailt, so will ich es mal sagen, das ist aber nicht so schlimm, das haben wir super kompensiert hier mit 5 Dreiern auf unserer Seite gegen 2 Dreier auf der gegnerischen Seite. Also starkes Ding hier, der Gegner hat allerdings auch einmal gefailt. Also haben wir das Ganze ganz gut weggemacht und ich bin jetzt mal auf den zweiten Clankrieg gespannt. Ja, wie das läuft, vor allen Dingen bin ich auf meine neue Base gespannt, wie die läuft. Und der Clan, der da jetzt gerade spielt, er ist jetzt Vierter, 42 Sterne, also alles nah bei hier. Ich hoffe, das Ganze hat euch ganz gut gefallen. Clashen aus dem Schuppen oder wie man es auch immer nennen will, das ist nicht immer mein Angriffspunkt da, aber ich habe das einfach mal so zum Anlass genommen. Ich habe gedacht, das musst du deinen Zuschauern doch mal zeigen, wo man überall Clash of Clans spielen kann. Wenn euch das Ganze gefallen hat, lasst mir einen Daumen da. Abonnieren nicht vergessen, an den Livestreams dranbleiben auf Twitch.tv. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Euer Toto. Flashloop.